So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von. Oh, ich glaube, mein Kollegen hat es zerlegt. So heißt das Spiel nicht. Das Spiel heißt Halo 2. Ja. Oh, du bist ja schon ein bisschen vorgelaufen, ne? Okay. Ungünstig. So. Wie man seine Munition loswerden kann. Alles klar, gut, dann gibt es direkt wieder Nachschub. Nehmen wir mit. Oder wahrscheinlich wäre es sogar fast sinnvoller gewesen, Dings auszutauschen. Die Shotgun. Den Raketenwerfer. Naja, komm. Vielleicht kriegen wir irgendwo nochmal Raketenwerfer-Munition. Man weiß es ja nicht. Können wir hier auch wieder was übersetzen lassen oder so? Nö. Scheinbar nichts Neues. Jedes Mitglied der Allianz soll den Pfad beschreiten. Keiner wird zurückgelassen, wenn die große Reise beginnt. So lautet das uralte Versprechen der Propheten. Und es wird sich erfüllen. Okay, dann doch. Große Reise? Weiß der nicht, wozu diese Ringe gut sind? Eventuell nicht. Ja, hier rumgenadelt wieder. So, halten wir uns mal ein bisschen zurück. Und versuchen wir mal so ein bisschen einzeln anzugehen. Das ist doch relativ erfolgreich. Na gut, wir kriegen von oben einiges ab. Jawohl. Gut, so, einer weniger. Muss ich aber gleich auch schon wieder die Waffe wechseln, weil leer. Das war's wohl. Doch nicht. So, der eine, der noch übrig war. Okay, mehrere übrig. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Irgendeiner von euch hat doch hier gerade was für mich gehabt an Waffen. Na gut, nehmen wir das soweit. Nein. So, danke. Da lass mich doch der Affe eins barken. Okay, vielen Dank für die Unterstützung. Einmal kurz schauen, ob hier was Interessantes ist. Scheinbar nicht. Dann los. Ja, echt. Fuck. Dass man beim Getroffenwerden halt aus dem Zielmodus rausgeht, ist auch ein bisschen unpraktisch. Muss ich ja sagen. Allerdings schieße ich auch gerade echt beschissen.
aufwachen, Kumpel! Wir haben noch eine Rechnung offen! Werde ich hier getroffen? Ich werde hier getroffen. Okay. Aber ja, dann lad mal ab. Ich guck mal, was wir hier noch alles erledigen können. Oh, ihr seid tatsächlich in Deckung gegangen und habt's überlebt. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich glaube nicht. Au. Au, indeed. So, das war's mit euch. Ist halt noch eine Ladung. Die sind schon kaputt. Ist schon in Ordnung. Klasse gemacht, Leute. Lief echt gut. Oder vielleicht gibt es hier Nachschub. Scharfschützengewehr? Oh, Raketenwerfer? Das hätte ich wegge... Ah. Da, noch eine Bombe. Um direkt zum Haupttempel zu führen. Nur noch ein kleines Stück. Ja. Scharfschützenmuni, sehr gut. Oh, du sagst es, Kumpel. So, da leben halt noch ein paar, aber das können wir, denke ich, mal ändern. Alles klar. Dann einmal rüber. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Nein. Ja, dieses getroffen werde mich schon wieder rausgerissen. Lass mich doch in dem Zielmodus drin, wenn ich getroffen werde. Nee. Jetzt. So, der. Einer. Zwei. Ah, und jetzt kommst du an. Okay. Wieso bist du noch fit? Dann halt so. Gut, Bazooka hatten wir ja schon. Wie sieht's denn hier aus? Hier kommt bestimmt gleich noch was, oder? Ja. Letzter Schuss. Ähm.
Habt ihr die alle verzogen? Das ist die größte Allianzflotte aller Zeiten. Die größte, die man je gesehen hat. Rein in den Tempel und den Propheten erledigen, bevor man uns stoppt. Okay. Ja gut, ich meine, wir... Oh. Ich wollte gerade Allianzflotte gucken. War ja nur eine kleine, die halt auf die Erde gekommen ist. Von daher ist es ja nicht verwunderlich, dass auf einmal das jetzt größer wird. So. Ah, danke. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, ich weiß, dass es dringend ist. So, gehen wir mal kurz zu meiner Deckung. Die Munition lässt da auch wieder schwer zu wünschen übrig. Na, vor allem jetzt. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Mhm. Ich sehe es tatsächlich. Dann schauen wir mal, noch jemand? Jo. Na komm. Mehr stehen bleiben und mehr sterben. Alles klar. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Hilft dir das? Oh, noch mehr. Aber es geht, wir können einigermaßen aufräumen. Okay, Schild ist wieder. Dann zerlegen wir dich. Es wird echt nicht weniger. So, geht doch. Da ist gerade irgendwas weggelaufen. Oh, und da kommt von der anderen Seite jemand, der mich... Naja. Ist ja in Ordnung. Stümper, ich töte es selbst.
Kommen wir da irgendwie durch? Ah, keine Granaten. Du wagst es, meine Predigt zu stören. Okay, du hast wieder Nachschub. Ich frage mich halt, ob das jetzt gerade so effektiv ist. Flieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Die große Reise wird nicht aufgeschoben! Okay, ich glaube, das ist effektiv. Ich fürchte, aber ich habe ja nicht so. Abgeschirmt. Er lenkt alles ab, was sie ihm entgegenwerfen. Näher ja. Und geben sie ihr Bestes. Okay, näher ran gefällt mir jetzt nicht so. Vor allem, weil die Munition halt auch letztes wieder ausgeht. Okay, dann machen wir es so. Schlechte Nachricht. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Der Hierarch ist tot, Commander. Sein Mörder war in unserer Hand. Hätten Sie Ihre Phantoms nicht abgezogen... Bezweifeln Sie meine Entscheidung? Nein, Heiliger. Ich möchte nur sagen, ich bedauere, dass die Brutes... Die Reaktivierung der Wache war ein radikaler Schritt. Aber jüngste Ereignisse haben bewiesen, dass die Eliten nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren können. Ich leite Ihre Entscheidung an den Rat weiter. Politik, wie ermüdend. Wussten Sie, Gebieter, dass die Eliten mit Rücktritt drohen, um den Rat zu verlassen? Wegen dieser Unstimmigkeiten? Wir waren immer Ihre Beschützer. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Gerade als wir die Vernichtung der Menschheit feierten,
traf uns der schreckliche Verlust eines der heiligen Ringe bis ins Mark. Trotz unserer Sorgen fanden wir Hoffnung in der Prophezeiung, wir würden andere Ringe finden. Sehen Sie, wie unser Vertrauen belohnt wird. Halo, sein göttlicher Wind streicht durch die Sterne und treibt alle, die würdig sind, entlang des Wegs zur Erlösung. Aber wo sollen wir beginnen? Schon ewig suchen wir etwas, das die Geheimnisse der Ringe lösen kann. Ein Orakel. Und mit ihrer Hilfe fanden wir es. Wir haben das Orakel untertänigst befragt. Und es hat uns die Gnade erwiesen, uns den Schlüssel zu zeigen. Sie reisen zur Oberfläche des Rings und holen dieses heilige Symbol. Damit erfüllen wir unser Versprechen. Erlösung für alle! Der Beginn der großen Reise. Wenn das Schild unten ist, begeben wir uns sofort zur Bibliothek. Ich möchte die Hierarchen nicht warten lassen. Der Mensch, der den Propheten des Bedauerns tötete, wer war es? Was glauben Sie? Der Dämon ist hier. Warum? Um Rechnungen zu begleichen? Für mich zählt nur, das Symbol zu holen. Natürlich. Na gut, ungewöhnliche Stille. Dann haben wir jetzt mal hier dann einen Wechsel unserer Person. Das machen wir dann bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.